Hallo Leute, ja, wir sind hier in dem einen Schiff, was wir letztes Mal gepimpt haben. Stellen das hier mal links, rechts von den anderen ab und dann werden wir da reingehen und werden schauen, dass wir hier das nächste in Angriff nehmen und mal schauen, was wir mit dem noch verbessern können. Dass wir da noch ein bisschen Panzerung reinkriegen und so weiter und so fort. Okay, wisst ihr Bescheid? Namen-Info-Bildschirm, Intro-Bildschirm, sind wir im Großbild, ne? So, dann fliegen wir mal auch an die Station. Oder müssen wir an die Station fliegen überhaupt? Ich glaube nicht. Wir sind ja soweit schon gut, ne? Gut, das bedeutet 1,16 Millionen. Das Schiff ist noch sehr schwach, das ist klar. Das ist die Frage. Wie viel Platz ist denn hier drin? Bei dem anderen hatten wir eben Frachtraum. Da 1,59. Dieser Frachtraum ist größer wie bei dem anderen Schiff, obwohl das Schiff kleiner aussieht. Okay. Ja, müssen wir mal schauen, was wir da machen. Auf jeden Fall kann es unten noch einen Schutz gebrauchen, ne? Vielleicht auch hinten. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oben wäre es natürlich genauso möglich. Was ist das hier? Gyrosphalanx, okay. Titan. Panzerung wäre jetzt hier. Ist schon der kleinste. So. Und so. Machen wir mal so darunter, oder? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Rotation in diese Richtung. War das A? Nee. Das S. Also, dann machen wir vielleicht eine Spiegelachse an, weil das auch auf der anderen Seite sein muss. Ne, hier ist das Spiegel. So, dann passt. Ja, passt. Gut. Spiegelachse kann, glaube ich, wieder weg, weil wir oben Deckel drauf machen müssen und unten, ne? Ja, wieder drehen, ne? Und dann müssen wir breiter werden. Ja, mach mal so. Geht, oder? Schwieriger Kasten. Ja. Nochmal in die Richtung drehen vielleicht. Bisschen kleiner das Ganze. Naja, wir will das nicht so, wie ich das jetzt mir vorstelle. Okay, was ist das für ein... So wäre cool, ne? Nein, das ist falsch. Die ist falsch, dann kann es nur das sein. Machen wir mal so. Die Platte geht. Die Platte geht. Ja, und hier ist es jetzt. Ja, da können wir noch mal drehen, ne? Und vielleicht so, oder? Ja, machen wir so. Geht einigermaßen, denke ich. So, hat das Ding auch Schutz? Fliegt das Ding aber noch? Das ist die Frage. Er macht tatsächlich einen ganz guten Eindruck sogar noch. Ah, driftet ein bisschen, aber soll erstmal egal sein. Gut. Was sieht's? Ja, geschützmäßig ist hier ein Bergbauleser und noch ein Power-Reparaturleser, den wir definitiv da nicht unbedingt drin brauchen, ne? Dann können wir hier nochmal reingucken. Achso, der
Geschützturm, ja, da haben wir ganz viele drin. Und der Thomas hat auch geschrieben, dass ich vielleicht den Schrott verkaufen sollte, ne? Würde Sinn machen, oder? Und hier haben wir, ja, Geschütztürme. Wir wollen die Kisten ja abbauen lassen, ne? Aber sieht gerade nicht so aus, dass ich hier noch was finde, oder? Da ist ein R-Bergbau. Geht er da dran, ne? Sieht so aus. Dann kann der noch was abbauen. Und was ist das für einer? Das ist dann doppelter Abwracker. Nochmal ein Bergbauer. Dann können wir den hier? Ne, können wir nicht. Da auch nicht. Der bleibt rot. Was hat denn der für Material, dass der rot bleibt? Welcher ist denn das jetzt? Der da. Ah, Ogonit, okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst einen Ogonitstein bauen. Panzerung aus Ogonit. Ja, ist zu groß. Neunundfünfzig ist mir noch zu viel. Machen wir das gerade weg, das stört mich. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, das hier nochmal drunter zu haben, oder? 88, das können wir mit leben. Und dann gehen wir nochmal in die Geschütze rein. Das war der. Und den können wir da dran erbauen. Und der geht sogar, sehr gut. Haben wir noch was? Wir haben aber noch ein Schiff da. Hier ist ein Aufbereiter. Oh, jetzt muss ich niesen. Sorry. Aber ich mische das bestimmt raus. Dann müssen wir hier nochmal gucken, ne? Der geht auch noch. Was geht denn noch? Slot 1 für beliebige Geschütze. Ich mach das mal weg, damit ich das besser erkennen kann. Ich glaube, der Rest war es schon, ne, oder? Jetzt fehlt wahrscheinlich Personal hier, oder? Nee, doch nicht. Dann lass den erstmal so. Nee, der kann nach da. Dann ist der fertig. Und dann bedeutet das, wir gehen in den da noch rein. Drehen den mal so rum. Und dann betreten wir das andere Schiff. So. Baumenü. Was haben wir denn hier drin überhaupt? Reparaturleser, na super. Gut, das bedeutet, gucken wir mal, dass wir die anderen da reinkriegen. Hier war doch was. Nochmal. Ah, den kannst du ausmachen, das muss hier hin. Der zweite geht schon nicht mehr, okay. Dann müsste ich jetzt den einen finden, der da drauf ist und ich nicht weiß, wo der ist. Ja, wäre schön, wenn ich die Waffe sehen würde, ne? Da ist er. Den entfernen wir. Und dann wollen wir gucken. Kriegen wir den zweiten dahin? Ich will es hoffen. Ja, jetzt geht das. Lass uns gerade mal schauen.
Der ist voll besetzt. Nötige Bergarbeiter. Fehlen uns noch vier. Okay. Haben wir Personal hier? Sieht wohl so aus. Die haben wir jetzt. So, das wäre das erste. Jetzt ist der nächste Schritt hier auch noch. Sag schon, Panzerung dran zu machen, ne? Trinium, Titan wollten wir machen. Größer. Höher. Spiegelachse anmachen. Da auch noch Platten. Kriegen wir da auch eine hin? Nee. Dies wäre natürlich relativ cool, ne? Kriegen wir noch wo sowas hin? Okay. Ja, lassen wir jetzt so. So, und dann müssen wir die Platten noch drehen. So rum, genau. Da gehen sie hin. Sieht erstmal gut aus. Hier oben können wir auch noch einsetzen. Und der fehlt auf der Seite natürlich. Der Seite ging es jetzt. Ich glaube, wir lassen das so. Macht erstmal einen guten Eindruck, oder? Wenn ich den jetzt noch mal drehe, ne? Oh, guck mal, hier wird er irgendwo hingehen. Aber das wäre nicht das, was ich. Ah, da wird er sogar hingehen. Wo war das denn jetzt hier? Ja, machen wir so. Und hier geht was. Und da geht auch noch was. So soll es reichen. Frachtraum ist dann noch gefragt. Ne, da war falsch. Da auch nicht. Baumenü raus. Ach doch, hier war richtig, nur ich muss da gucken, oder? Nee. Oh, da sind auch noch zwei Sachen frei. Okay. Der Frachtraum ist leer. Sieht man das Volumen hier eigentlich? Nee, sieht man nicht. Hier sieht man die Werte. Frachtraum hat 827, das ist zu wenig. Das heißt, wir können da definitiv noch ausbauen. Noch nicht Frachtraum. Da ist er. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Der geht schon mal. Da ist noch so ein Dock, okay. Naja, da ist das Triebwerk, da will ich keinen Frachtraum ranbauen. Da ist auch nicht schick. Kriege ich das da noch zwischen bestimmt? Da ist auch noch Frachtraum jetzt. Die zwei Taschen nochmal da, die haben wir auch da. Hier Marker nirgendwo anpacken wahrscheinlich. Ja, lassen wir so. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, hier was zu machen. Indem wir vielleicht hier schauen.
So machen wir es. Und kriegen wir das gleiche nochmal dahin? Schwierig, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber brauchen wir auch nicht. Lassen wir erstmal so. Wie viel sind es denn jetzt? 2,08, mehr wie alle anderen. Gut, das heißt, gehen aus dem Baumenü hier raus. Da können wir jetzt auch nicht mehr dran machen, denke ich. Und jetzt müssten wir eigentlich schauen, dass wir hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer ist das denn jetzt hier? Das ist der Hammer. Das ist Bergbauschiff 1. Und das ist Asreiter 3. Ja. Nochmal auf die Karte. Asreiter 3. Abbauen. In diesem Bereich. Bergbauschiff 1 dazu. Hammer steht hier, aber ist jetzt irgendwie nicht ein Problem mit der Besatzung auf dem Schiff. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal in Hammer reingucken. Da passt noch was nicht. Wer ist Hammer? Ah, jetzt müsste man Hammer auswählen können, richtig? Das ist nicht Hammer. Bin ich im Hammer drin, oder? Ja. Ah, hier ist einer zu wenig wohl. Hat das gereicht? Bergbauschiff 1 soll abbauen in diesem Bereich. Hammer kann mitmachen. Ausreiter 3 kann mitmachen, ne? Hatten wir nicht noch einen, der jetzt so waffentechnisch damit war? Ich glaube ja, ne? Wo sind die anderen Schiffe? Da hinten. Lady Adventurus. Gehen wir gerade da rein. Die ist aber auch zu schwach. Das sind die drei. Wo ist der vierte jetzt? Da. Gründungsschiff ist wahrscheinlich genauso schlecht. Ja, brauchen wir dann auch nicht mitnehmen. Funktioniert halt nicht. Gut, das heißt, die drei Bergbauschiffe können dann auch alleine was machen. Weil das funktioniert ja nur so dann. Map. Bergbauschiff. Abbauen diesen Bereich. Nimmt Astreiter 3 mit und den Hammer. Dauer 2 Stunden. Sicherer Modus. Brauchen wir nicht, weil Gefahr von Hinterhalt ist sowieso nicht gegeben. Das Schiff hat keine Bergbaurüstung. Okay. Habe ich da vergessen, was reinzubauen? Wahrscheinlich, ne? Oder. Bergbau? Ne, das hier ist nicht. Und dieses hier nicht. Na, da. Da rein. Ah, der hier hat keine Bergbauausrüstung dann. Haben wir denn noch was? Aufbereitender Bergbaulaser. Hauptsache er fliegt mit, ne? Das waren sogar zwei. Nicht genug Slots. So, das bedeutet ja, dass wir das jetzt erledigt haben. Gehen nochmal auf die Karte. Bergbauschiff.
Abbauen, diesen Bereich. Gefahr für Hinterhalt ist jetzt groß. Da ist Reiter 3 und Hammer. Ist immer noch groß, okay. 9%, wenn wir sicheren Modus machen. Sofortige Lieferung machen wir auch. Ach, irgendwo gibt es wieder Probleme mit der Besatzung des Schiffs. Ey, Alter, ey. Und das ist hier auf diesem Schiff sogar. Welche Leute streiken denn hier? So, jetzt wollen wir es nochmal versuchen. Bergbauschiff. Abbauen. Diesen Bereich. Warte mal, wir machen das Ganze normal, weil irgendwie haben wir letztens. Ja, diese Prozente sind immer noch da. Keine Ahnung warum. Dann machen wir den sicheren Modus. Das sind nur 8%. Wir werden sehen, was wir finden. Die beiden sind drin und auf geht's. Und wir sitzen in einer Drohne. Und müssen jetzt eins von diesen Schiffen da auswählen. So. Sind wir schon mal weiter? Die sind unterwegs und bauen ab und wir gucken in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.